Ohne Sponsoren wären wir wirklich verloren. Und wir sind wahnsinnig dankbar dafür, dass wir Sponsoren von Anfang an haben, die uns treu geblieben sind. Aber wir haben auch große Probleme, weil es Generationswechsel gibt und dann fällt auf einmal jemand weg. Also mich begeistert an der Liedkunst, dass das über so viele Jahre hier durchgeführt wird, auf hohem Niveau, dass Künstler aus der ganzen Welt hier sind. Wir haben es eigentlich in all den Jahren immer geschafft, was Neues dazu zu tun, weiterzuentwickeln, neue Ideen zu verwirklichen. Und das kostet natürlich auch etwas Geld. Und wir hätten so tolle Ideen, natürlich gerade im Jubiläumsjahr. Wir haben durch die Politiker hier, durch die Presse, durch die Medien große, große Unterstützung gefunden. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir sogar noch ein bisschen mehr in den Medien landesweit ausstrahlen können. Vielleicht wird uns das gelingen. Also ich engagiere mich für die Liedkunst, weil ich wirklich begeistert bin von dem Format der Veranstaltung. Bestline und Charles Spencer, die strahlen das auch aus und vermitteln das auch. Ich bin selbst auch bei Proben dabei gewesen und habe also gesehen, welche Fortschritte dann dort in der Stunde gemacht werden und wie froh und selbstbewusst dann auch die Künstlerinnen und Künstler nach so einer Stunde dann auch das aufnehmen. Das erfüllt mich mit ganz großem Stolz, dass so etwas hier auf hohem Niveau in Nordfriesland so veranstaltet wird. Sehr viel passiert, dass eben 2015 ein Jubiläum möglich ist, weil wir nämlich schon 14 fantastische Veranstaltungen durchgeführt haben. Wir freuen uns auf das Jubiläum im nächsten Jahr und wollen natürlich ein bisschen mehr machen als in den Jahren vorher. Wir haben sehr gute Sponsoren und wir wollen jetzt gemeinsam daran arbeiten, das doch ein Stück auszubauen. Anmelden zu unserer Liedkunst kann sich eigentlich jeder. Wir hatten wirklich die letzten Jahre ein ganz, ganz, ganz tolles Niveau. Das erreichen wir dadurch, dass wir am ersten Tag eine Aufnahmeprüfung, ein Vorsingen machen. Das hat natürlich auch Konsequenzen für die Finanzierung. Wir können nicht mehr als 22, 24 maximal aktive Teilnehmer, Teilnehmerinnen, Sänger und Pianisten aufnehmen. Und dass wir dann jeden Tag morgens bis in den späten Nachmittag rein sie unterrichten. Und das ist öffentlich. Wir haben viele, viele Zuhörer, das ist immer mehr geworden. Manche Leute reisen deswegen extra an, aus England oder aus Süddeutschland. Die unterstützen uns sehr, manche sogar auch mit ganz unerwarteten Spenden. Wenn wir dann diesen Unterricht abgeschlossen haben, dann machen wir eine Generalprobe am Tag des Schlusskonzertes. Auch da schauen wir nochmal, sind alle wirklich so weit, dass sie auf die Bühne können? Wenn wir der Ansicht sind, dann lassen wir sie abends singen. Jeder singt 2, 3 Stücke, jedes Duo. Es ist ja immer ein Duo. Klavier und Sänger. Und dann haben wir eine internationale Jury zusammengestellt, die sitzt im Publikum. Ein Novum seit 2 Jahren ist ein Publikumspreis. Das heißt, wir sitzen im Kämmerlein, das heißt die Jury, meistens 6, 7, 8 Persönlichkeiten. Während wir da hinten sitzen, überlegt sich das Publikum parallel dazu, wen finden wir eigentlich am besten. So läuft es ab und dann werden die Preise zugeteilt und dann gibt es, was ich auch sehr, sehr schön finde, ein Folgekonzert. Im Rahmen der Reihe Junge Meister im Schloss werden dann Preisträger wieder nach einem halben Jahr eingeladen und dürfen dann hier
Ihre Liedkunst präsentieren in diesem wunderschönen Rittersaal im Schloss Vogelsang. Ich habe das auch so oft festgestellt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn sie denn das erste Mal da sind, sagen, das gibt's ja gar nicht. Was? Sowas hier in Nordfriesland? Hätte ich nie gedacht. Und deshalb auch nochmal mein Appell an die Sponsoren, sich da auch einen Ruck zu geben und zu sagen, hier oben im Norden und das, was wir hier an Liederkultur haben und was wir dann zum 15-jährigen Jubiläum nochmal so richtig aufblühen lassen können, das auch zu unterstützen.